Say ho! Ho! Say yeah! Yeah! Say واحد الوقت المحلو. Einige haben es echt gekonnt. Hi, schöne Stimmung hier. So, ihr habt am Anfang gehört, wir widmen diese Show unseren Großeltern, aber nicht nur unseren Großeltern, sondern auch unseren Eltern. Für mich ist auch der witzigste Mensch, den ich kenne, ist mein Vater. Mein Vater, allerwitzigste Mensch. Auf Marokkanisch absichtlich witzig, auf Deutsch weiß er gar nicht, wie witzig der ist. Er weiß es gar nicht. Deutsch ist eigentlich für Marokkaner oder generell für Leute aus dem Orient sehr schwer zu lernen. Die meisten Deutschen wissen das gar nicht. Aber es ist sehr, sehr schwer. Ganz anderes Sprachsystem, anderes Schriftsystem. Ich merke es an meinem Vater, wie viele Probleme der mit Deutsch hat. Erstmal die Konjunktion. So. Im Deutschen ist erst die Person, dann das Verb. Ich habe, du hast. Im Arabischen genau andersrum. Hast du, hab ich. Mein Vater weiß das, und um sicher zu gehen, benutzt er immer beides. Ich habe ich. Du hast du. Sehr problematisch, oder? Andere Sache, die ihm auch viele Probleme macht, ist die höfliche Anrede, sie. Sowas gibt's bei uns nicht. Es gibt kein sie und du, Unterschied davon. Alles ist du. Mein Vater, wenn er sie benutzt, benutzt er das immer falsch. Der geht zum Beispiel zu meinem Neffen so, möchten Sie spielen? Möchten Sie mit mir spielen? Und du benutzt er auch falsch. In letzter Zeit benutzt er nur noch du, egal wer vor ihm steht. Vor ihm könnte Merkel stehen, er würde sagen, du hast so gut geredet, ich habe dich nicht gesehen. Habe ich dich Fernsehen gesehen? Ist schwierig, ist sehr schwierig. Was noch den meisten Arabern Probleme macht an der deutschen Sprache ist, guck mal, ihr Deutschen, ihr habt erstmal viel zu viele Vokale. Was ist los mit euch? Was ist das für Buchstabensuppe? A, E, I, O, U, dann noch Umlaute, Ä, Ö, Ü. Was für Ä, Ü? Was ist los mit euch? Seid ihr Türken oder seid ihr Deutsche? Ja. Dann macht ihr noch Witze über die Türken. So, ich kaufe ein Ü. Ja, kauf eins für dich selber. Hast du doch auch im Alphabet. Ist doch so. Wenn überhaupt jemand Witze machen darf über Vokale und über Umlaute, dann sind das die Araber. Weil die armen Araber haben wirklich nur drei Vokale. A, I, U. Das war's. Kein Unterschied zwischen I und E. Mein Vater versteht den Unterschied zwischen liegen und legen. Versteht er nicht. Ich sag immer, Baba, das sind zwei verschiedene Wörter. Und er immer, wo hörst du? Legen, legen, gleiche. Ich höre nicht, legen, legen ist gleich. O und U, auch kein Unterschied. Kochen und Kuchen, Ding der Unmöglichkeit. Ich verstehe das nicht. Kochen, 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 gleiche Wort. Warum eine so? Versteht den Unterschied nicht. Andere Sache, wo es keinen Unterschied gibt, P und B. Keine Unterschiede. In Marokko, wenn du jemanden Pepsi bestellen hörst, du schmeißt dich weg, ein Bivsi. Entschuldigung, ich möchte ein Bivsi, bitte. Pommesbude, Bumsbude. Was ist da los? Was ist bitte da los?